Es klang futuristisch. Manche faszinierte es, manche weniger die Brief- und Paketzustellung durch Roboter und Drohnen. Aber die Projekte der Post scheinen einen schweren Stand zu haben. Paketroboter dürfen nicht unbegleitet über Trottoirs rollen, solange es das Gesetz nicht zulässt. Und die Drohnen wurden vom Himmel geholt, nachdem eine im Januar in den See fiel. Nun wird von der Politik Ausdruck gemacht, damit es auf gesetzlicher Ebene mehr Spielraum für solche Technologien gibt. Monika Schönberger und Matthias Rusch. Bislang hat die Schweiz eine Vorreiterrolle inne, wenn es um Versuche mit automatisierter Postzustellung geht. Viele rechtliche Fragen bezüglich des automatisierten Fahrens sind allerdings noch nicht geregelt. Wer haftet bei Unfällen? Was wird von den Kameras alles gefilmt? Wie steht es um den Datenschutz? Verschiedene Vorstöße wurden in Bundesbern dazu eingereicht. Der jüngste vom grünliberalen Nationalrat Martin Bäumle. Dabei geht es ihm nicht nur um die Rechtssicherheit, sondern auch darum, dass der Fortschritt nicht ausgebremst wird. Weil das Ganze ja in einem Versuchsbetrieb ist, wäre es vielleicht sogar sinnvoll, mit einem Experimentierartikel zu arbeiten, dem man sagt, der Bundesrat kann relativ einfach gewisse Lockerungen machen, gerade für Pilotversuche, damit die eigentlich mal testen können. Und wenn sich etwas dann wirklich etablieren soll, dann muss man natürlich dann die gesetzliche Grundlage gezielt nachfahren. Für den Mobilitätsforscher Thomas Sauter ist klar, rein technologisch ist heute schon vieles machbar. Damit allein sind die Probleme rund um die Automatisierung aber noch nicht gelöst. Wir haben derzeit eine große Experimentierphase. Wir versuchen viel mit Robotik, viel mit Automatisierung. Das Problem ist eher die Akzeptanz der Bevölkerung. Die Akzeptanz beim Autofahrer, beim Fahrradfahrer, beim Fußgänger. All die beanspruchen derzeit Platz, schon seit langem im Straßenraum. Und jetzt die Frage, wenn ein neuer Akteur hinzukommt, wer gibt Platz für diesen ab? Fußgängerverbände haben sich denn auch kritisch geäußert zu den Versuchen mit Paketrobotern. Diese haben für ihre Fahrten jeweils das Trottoir benutzt. Ja, ich glaube, die Gesellschaft muss man schon auch ernst nehmen. Man kann natürlich nicht einfach auch etwas dann schon freigeben, und zwar eben ohne Experimentierartikel für immer und ewig, wenn die Bevölkerung vielleicht noch nicht so weit ist. Mit der Revision des Straßenverkehrsgesetzes muss die Politik in den nächsten Jahren die entsprechenden Grundlagen schaffen. Für eine definitive Zulassung von Paketrobotern wäre zudem noch weitere Tests notwendig.